Da sind wir jetzt auch schon wieder zu Hause hier. Das Hühnchen brate ich hier ganz kurz. Und das Fleisch natürlich auch. Das hier kommt zu den Tools, wobei ich da jetzt noch so ein bisschen was brauche. Ich habe zwei Seeds, weißt du was? Falsches Gehege. Geht's wieder rein? Super. Ist ja nett. So, bitteschön. Und wir dürfen ein neues Junges in unserem kleinen Gehege hier sein. Also willkommen dürfen, genießen, keine Ahnung. So, Pumpkin. Den kriegen wir 4 Pumpkin Seeds raus. Ja. Für Pumpkins und sowas bräuchten wir eigentlich ein extra Feld. Das tue ich jetzt aber mal zu essen. Na, zu Seeds. So, dann gehe ich jetzt mal kurz eine Nacht schlafen. Weißt du was, dann machen wir uns auf den Weg in die Richtung geradeaus einfach zu laufen. Mal sehen, wo wir dann hinkommen. Und hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Was haben wir da eigentlich? Just we need to go deeper. Ach, wir müssen noch tiefer. Ja, das ist das Achievement für den Neta. Los geht's, würde ich mal sagen. Einfach drauf losgehen. Wo wir hinkommen, egal. Hoch. Explosion. Silvester. Lehm. Naja, mit dem Fateful Tech Shardback spielt es sich eigentlich ganz gut. Muss ich schon mal sagen, ganz ehrlich. Fateful kann ich auch nur empfehlen. Es gibt auch eine 64x64, das ist dann noch eine höhere Auflösung als das hier. Ich würde sagen, wir laufen da mal um den Hügel rum. Hoffentlich entdecken wir irgendwo einen anderen Wald. Mal gucken. Das sieht interessant aus. Wir bräuchten eigentlich sowas wie einen Turm, ne? Shit, jetzt habe ich die Richtung verloren. Wir sind hier gerade hochgelaufen, wir müssen in die Richtung. Genau, das ist der See. Hinter uns liegt dann unser Haus. So, hoffentlich, bitte. Also hoffentlich entdecken wir mal einen anderen Wald. Hoffentlich, hoffentlich. Ich mag zwar Birke auch gerne, aber auf Dauer wird Birke langweilig. Ganz ehrlich. Schweine. Schweine können wir mitnehmen. Ach, ist ja wieder dieser Scheißbug hier. Das ist super, ey. Mann, was ist denn das jetzt hier für ein Kack? Hallo? Die tauchen einfach wieder aus. Es ist wieder der gleiche Bug. Warum? Minecraft, bitte.
Ich glaube nicht, dass da noch irgendein anderes Biom kommt. Alles Birke. Es lohnt sich nicht. Wir können wieder zurückgehen. Nee, lohnt sich das überhaupt nicht. Hier irgendein anderes Biom? Nee, nur Birke. Da hinten ist ein X-Ray. Das heißt, die Map ist fast wieder im Arsch. Wir sollten zurückgehen. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Und dann dieses Gebagge hier beim Minecraft. Funktioniert das jetzt? Ja, super. Natürlich haben wir das Fleisch nicht aufgesammelt. Egal. So, erstmal wieder Brot. Erstmal wieder Brot. Die Kühe brauche ich gar nicht erst anzuschlachten. Abzuschlachten, meine ich. Tja. Seufzt. Kommen hier Birken-Saplings, aber keine einzigen Eichen-Saplings oder sowas. Schön. Echt schön. Na, ihr Sheeps. Und da hinten ist auch schon unsere Hütte zu sehen. Tja, so schnell geht's, also in alle Richtungen nur Birke. Wir sind irgendwie im Nix gelandet. Das kann sehr gut sein. Wir sind einfach im Nix gelandet. Wir haben nix. Einfach nix. Nur Birke. Dann bauen wir mal, dann würde ich mal sagen, wir bauen den Tunnel weiter. Huch, da war die... Das ist... Die Maus. Ich habe eine neue Maus und die wird manchmal, die ist aber... Die ist, hier, schon wieder. Die ist, an einigen Stellen ist sie viel zu schnell. Dann dreht sie sich immer tausendmal. So. Dann würde ich mal sagen, wir begeben uns nach unten. Wir brauchen vielleicht noch eine Schaufel und dann haben wir es. So, hoffentlich wird unser Tunnel hier bald fertig. So. Hmm.
So. Na, das wird dann hier hoffentlich langsam mal, ne? Aber da können wir noch ein bisschen länger dran sitzen, das geht nicht so schnell. Wow, wow! Alter! X-Ray, und hier sie... What? Ich glaube, die Map geht langsam kaputt. Weißt, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe natürlich vergessen, Andasit und Diorit zu holen. Das habe ich natürlich vergessen. Seltsam. Seltsamer X-Ray. So. Huch. Weg. Die Musik ist weg. Ich weiß übrigens, warum es vorhin dran lag. Internet. Ich glaube, mein Internet ist wieder weg. Das Internet bricht momentan immer vollkommen zusammen. Ja gut, okay. Damit würde ich dann auch sagen, lege ich das hier, sortiere ich nochmal alles hier in die Truhe ein. Ich weiß ja jetzt so ein bisschen, wo das hier dran liegt. So... Die Maus ist wieder viel zu schnell eingestellt. Ich glaube, ich werde einfach mal eine Aufnahmepause machen. Ich kann nicht mehr. Es ist viel zu viel Aufnahme jetzt. Alles erstmal rendern. So. Ja gut, dann stellen wir uns wieder auf unseren eigentlichen Balkon, wo wir auch die Aufnahmesession... Nein, die Aufnahmesession haben wir nicht im Balkon angefangen. Wir stellen es ins Hauptgebäude einfach auf den Balkon. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Mithelfen, fürs... Ja, keine Ahnung. Wir müssen aus diesem Biom hier unbedingt raus. Ja, hoffentlich werden wir irgendwann... Also, ich habe jetzt in nächster Zeit auch das Let's Play Together vor mit dem Kanal Game42, aber die sind schauen wir noch nicht bereit. Die spielen gerade andere Spiele und ich werde mal gucken, ob die Zeit haben... Minecraft aufzunehmen. Und zwar werden wir das dann zusammen aufnehmen auf einer anderen Welt. Das heißt, diese Welt wird hier erstmal dann stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob das schon die nächste Aufnahmesession ist, aber wir haben jetzt verdammt viele Folgen jetzt hier mit verbracht, hier einfach rumzulaufen, den Tunnel einfach nur zu machen, ein bisschen Hühnerfarm ranzutreiben und ein bisschen Weizenfarm. Mehr haben wir bis jetzt nicht gemacht. Woran ich auch noch gedacht hatte, ist auch noch so ein kleiner Aussichtsturm, damit wir von überall aus jeder Himmelsrichtung sehen, ah, hier geht's nach Hause. Dass wir dann vielleicht so einen Aussichtsturm machen mit einem Beacon oben drauf oder sowas, keine Ahnung, damit wir das auf jeden Fall sehen, weil, ne, und sonst werden wir hier mal so ein bisschen in dieser Map arbeiten müssen, ne, also vor allem in die Richtung wollte ich ausbauen, ich wollte dann auch noch einen Bauernhof bauen, Turm, alles mögliche, das kommt jetzt noch in den nächsten Folgen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Like, Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihr es nicht mögt, ist mir scheißegal, ich mache weiter, wie ich eben weitermache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao, ciao!